Die Fontäne ist das Neueste in der ganzen Anlage hier. Sonst zum Glück alles eigentlich so geblieben, wie es bis zu dem Ersten Weltkrieg entstand. Hier gibt es keine Neubauten und das macht Marienbad auch so besonders schön interessant. Da kann man sich gut in die Atmosphäre von damals versetzen. Manche Häuser sind zwar zerfallen, aber es sind keine hässlichen Neubauten entstanden. Die Fontäne, das ist dann nichts, was das Kurviertel verschänden würde. Wurde kurz vor der Wende zu Ende gebaut, 1986 in Betrieb genommen. Künstler aus der Slowakei und aus Mähren. Rund 300 Düsen in 10 verschiedenen Systemen. Darunter natürlich mächtige Motoren, paar tausend Liter pro Minute. Immer am letzten Aprilabend Saisoneröffnung und zu Ende sind die Wasserspiele im Einklang mit Musik dann am letzten Oktober. Die Fontäne singt jede ungerade Stunde von 7 bis 21 Uhr und dann noch einmal um 22 Uhr. Von dem Eigentümer war die größte westböhmische Klosteranlage Prämonstratensermönche. Und denen gehörte ein Riesengebiet hier, auch das Tal hier, auch die Quellen. Dieser Kurarzt geworden, näher vom Kloster, der hat hier auf eigene Kosten ein Häuschen für sich, ein Tratierhaus für ein paar Gäste, auf eigene Kosten gebaut, weil vom Kloster keiner hier investieren wollte. Dann kam aber im Kloster ein junger, progressiver Mann namens Reitenberger. Ich stelle das Geld zur Verfügung, ich investiere in den Sumpf, da ich das gut für die Leute und auch für die Klosterkasse halte. Die Investitionen waren riesig, aber die Einnahmen des Klosters, anfangs vom Kurbetrieb, die waren natürlich auch ganz groß. Der Arzt, der Abt mit dem Geld, die haben Václav Skalní für die Idee Marienbads gewonnen. Ein genialer Gärtner. Idee und Geld kann man haben, aber die muss man gut umsetzen. 100 Jahren haben solche Leute wie Edward oder wie Edison, wie Kafka gesagt, es sei die schönste Stadt der Welt. Diese Verknüpfung Natur und Stadt, das ist einmalig. So ist Marienbad die größte Gartenstadt des Landes. Prozentual gesehen hat keine andere Stadt in Böhmen größere, schönere Parkanlagen als Marienbad. Und das macht es aus. Hier trafen sich wirklich die allerreichsten Leute der Welt vor 120 Jahren. Sie müssen sich eine ganz bunte Gesellschaft vorstellen. Orthodoxe Juden, russische Offiziere, der ganze Hochadel, Scheichs von den arabischen Ländern, Maharajas aus Indien, die ganzen Künstler, Unternehmer wie Rothschild. Und wichtig zu sagen, und das sage ich immer bei den Führungen, nicht jeder war ernst krank, der kam. Die Gründe, die waren sehr oft woanders. Karlsbad, Marienbad hatten damals die Beinamen die Kurstädte der Kaiser und Könige. Ähnlich wohl auch Baden-Baden oder die anderen großen Kurorte. Dorthin kam man, um sich mit den anderen zu treffen. Entweder geplant oder ungeplant. Sehen und gesehen werden. Verhandlungen, Verträge wurden hier abgeschlossen unter den Geschäftsleuten oder Politikern. Künstler haben hier ihre Werke gut verkauft oder nach Inspiration gesucht. Zum Beispiel Dostojewski, der hat hier fast sein ganzes Geld im Casino verspielt. Dann fuhr er in unsere heutige Partnerstadt Bad Homburg. Da hat er den Rest verspielt. Davon inspiriert schrieb er seine Spieler, Geld dafür kassiert und er konnte weitermachen. Verarmte Adligen kamen hierher, um ihre Tochter gut zu verheiraten. Falschspieler, Betrüger gab es auf jeden Fall auch. Diese bunte Gesellschaft, die war nicht immer wirklich krank. Das Kuren, das war auf der 2. oder 10. Stelle von den Gründen, weswegen die gekommen sind. Die Herren haben sich eine entweder für die 3 Wochen des Kuraufenthaltes oder für das ganze Leben gesucht. Und so wurde auch das strenge Kurregime nicht immer von morgen bis abend eingehalten. Quelle vielleicht am Vormittag, am Nachmittag kam schon der Tisch, am Abend eher Wodka, Champagner, Diät nicht mehr. Nicht immer früh ins Bett, nicht immer mit der eigenen Frau. Man kann sich denken, nach 2, 3 Wochen von solcher Art von Kuren waren die erschöpft oder sogar krank. Die haben eine Kur gebraucht. Und es entstand um diese Zeit ein wunderschöner Begriff. Es hieß Nachkur in Franzensbad. Franzensbad. Das diente den müden Karlsbader und Marienbader Gästen zur Erholung. Nach der intensiven Kur hier noch für eine Woche nach Franzensbad und da haben die sich erholt. Wein auf den